Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Von tiefen Tönen ganz plötzlich und schnell zu hohen Tönen wechseln oder umgekehrt, das kann uns beim Blockflötespielen schon mal Kopfzerbrechen bereiten. Aber mit der richtigen Vorgehensweise beim Üben könnt ihr auch solche schwierigen Passagen besser hinbekommen. Wie zum Beispiel in der Solopartita von Bach oder der 10. Telemann-Fantasie, aus denen wir uns heute mal besonders fiese Stellen vorknöpfen. Falls ihr neu seid hier, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Dieses Video ist die dritte und somit letzte Folge einer kleinen Serie von Videos über den schnellen Wechsel von tiefen zu hohen Tönen oder umgekehrt. Kürzlich gab es dazu eben Teil 1 und Teil 2. Nachdem ich euch Zuschauerinnen und Zuschauer gebeten hatte, mir mal eure besonders kniffligen, herausfordernden Stellen aus euren Musikstücken zu nennen, die ihr wegen des Wechsels von hoch zu tief schwierig findet, hatte ich aus den Kommentaren unter den Videos und den Mails, die ich bekommen habe, ein paar Stellen ausgewählt und dazu ein Video für euch gedreht. Dieses Video war aber dann letztendlich so lange geworden, ich war so begeistert am Drehen und am Erzählen, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie lange, und das wäre viel zu viel Input auf einmal geworden, und deshalb habe ich dieses ursprüngliche Video in 3 geteilt. Falls ihr Teil 1 und 2 verpasst habt, ich verlinke sie euch nochmal im Infokasten hier unter dem Video, dann könnt ihr die später ganz in Ruhe anschauen. Es ist auch nicht wichtig, dass ihr die Stücke selbst spielt, über die wir heute sprechen. Ich blende die Noten ein und es geht sowieso ja nur um ganz kleine Passagen, die aber exemplarisch sind für andere Stellen mit hohen und tiefen Tönen im Wechsel in ganz anderen Stücken, die ihr möglicherweise spielt. Das können auch Stücke sein, die gar nicht so schwierig sind wie diese beiden, wie die Bach-Partita und die 10. Telemann-Fantasie. Aber ihr könnt trotzdem viel daraus lernen, wie gesagt. Also wundert euch jetzt nicht, wenn ich gleich das Outfit wechsle. Das scheint natürlich nur so, weil ich den Hauptteil des Videos bereits gedreht hatte, vor 3 Wochen. Und in diesem Sinne gebe ich jetzt weiter an meine Kollegin Vera von vor 3 Wochen. Und sie wird euch jetzt endlich mal etwas erzählen über diese 2 besagten Stellen. Dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Dann kommen wir mal zu den anderen Stellen, nämlich zur Bach-Partita, Solo-Partita, und zwar dem ersten Satz daraus, der Allemande. Und da hat ja, wie gesagt, jemand geschrieben, ich habe Probleme in dem Takt 44 und 45. Und da wollen wir jetzt mal schauen. Da gibt es ja den Wechsel vom S, wir haben ja hier 3 Bs als Vorzeichen bei dem Stück, da gibt es den Wechsel vom S in mittlerer Lage zum ganz hohen G, also mit 2-mal Gabelgriff, und ich würde euch dringend empfehlen, den kleinen Finger noch aufs halbe Loch zu machen und geknickten Daumen. Und das scheint erstmal eine ganz fiese Kombination zu sein, dieser Wechsel vom S zum G, aber macht euch auch hier wieder klar, was Sache ist,
Denn hier oben bleibt es gleich. Also klar, ich muss, wenn ich zum Hohen gehe, den Daumen knicken. Und das möglichst gleichzeitig mit dem, was vorne passiert. Sonst wird der hohe Ton nicht ansprechen. Aber diese dürfen bleiben. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal klar gemacht habt, wenn ihr dieses Stück geübt habt. Also, ihr habt ein S und dann das hohe G, dann muss ich nur hier etwas verändern. Und beim Daumen natürlich. Also auch wieder Bewusstmachung, was ist da los? Und dann ist das ein sehr hoher Ton, das hohe G. Das heißt, da müsst ihr blitzschnelle spielen. Und wichtig ist auch, dass ihr hier eine schöne, scharfe Artikulation macht. Wirklich ein T, ein ganz scharfes Tü, aber mit ganz wenig Luft, sonst gibt es ein Gequietsche bei dem hohen Ton. Und dann geht es weiter mit dem D, dann kommt das hohe F, das C und das hohe S. Also es geht in der gleichen Art weiter. Und da würde ich mal empfehlen, einzeln die Artikulation zu üben. Also vom S an habt ihr ja Mittel hoch, dann wieder Mittel hoch. Da würde ich mal üben, einfach mal auf dem Trockenen. Damit das klar ist, was für einen Unterschied das gibt. Aber Vorsicht, nicht machen, weil dann habe ich viel lauter geblasen. Ja, und dann ist es vielleicht langweilig, ich wiederhole mich, aber ihr müsst die einzelnen Griffverbindungen üben. Und hier wäre das dann vom S zum hohen G, anderes Mal vom hohen G zum D und so weiter. Und außerdem könnt ihr auch noch mal nur die tiefe Linie üben und nur die hohe. Also die Tiefe ist kein Problem. Die geht so. Aber vielleicht habt ihr die so noch nie gehört oder ihr habt euch das gar nicht klar gemacht, welche Töne sind denn da unten eigentlich. Das ist nämlich auch ein Tipp, den ich euch geben möchte. Guckt mal, ob ihr nicht Töne vernachlässigt, weil ihr auf andere Töne achtet. Also was da Wunder wirkt, ist, wenn ihr es auswendig übt. Auswendig üben ist sowieso das Wundermittel für alles, was ihr übt. Und es ist auch so, wenn ihr was wirklich intensiv übt, könnt ihr es dann auch auswendig. Aber ich bin sicher, dass man hier ziemlich schnell weiß, welche hohen Töne da kommen, aber gar nicht, was in der Tiefe in dem Moment passiert. Deshalb spielt mal diese Töne, die alle unten sind, einzeln und dann mal die hohen Töne einzeln. Ja, und das hohe G, das mit dem Doppelgabelgriff und wie gesagt mit dem halben Klein, das kommt eigentlich raus wie Butter. Das ist ein sehr stabiler Ton, vor allem wenn ihr den halben dazu habt. Und wenn ihr den halben dazu habt, ist er auch etwas tiefer. Das heißt, ihr könnt ihn auch ohne Bedenken laut genug blasen, ohne dass er zu laut wird und ohne dass er zu hoch wird auch. Etwas kniffliger ist das hohe F. Das kann ein bisschen weniger Luft vertragen. Und dann kommt ja das hohe S. Das hatten wir vorhin schon mal mit geknickten Daumen und den Beinen und dann diesen Dreien. Und weil das S jetzt hier ein S ist und kein Dis, würde ich euch empfehlen, das relativ zart zu blasen. Aufpassen, dass es nicht zu hoch wird. Also das kommt eigentlich auch ganz leicht raus. Das ist auch nochmal gut, sich klar zu machen. Der einzig wirklich fiese Ton hier an dieser Stelle ist das hohe F. Das ist am kniffligsten. Das hohe G, obwohl es höher ist, ist leichter. Also es lohnt sich auch hier, jeden einzelnen dieser Töne nochmal zu betrachten und zu üben und sich klar zu machen, hoher Ton ist nicht gleich hoher Ton, sondern jeder hat seine eigene
Blasstärke ist eine Geschwindigkeit und bei jedem ist es wichtig zu wissen, wenn man das gut hinkriegen will, wie blase ich den. Und damit das klappt, erstmal langsam und das Stück quasi in Zeitlupe spielen. Die Schnelligkeit kommt dann von selbst, beziehungsweise die kann man dann auch trainieren. Aber ich würde es erstmal wirklich auseinanderklabustern. So, dann kommen wir jetzt schon zur letzten Stelle, die ich euch heute mal zeigen will. Und die ist aus der Telemann-Fantasie Nummer 10 für Blockflöte in A-Moll. Und da haben wir im ersten Satz gegen Ende das hohe F, was dem Zuschauer hier Kopfschmerzen bereitet. Das Stück ist gespickt mit hohen Tönen, aber hier wollen wir jetzt mal speziell nach dieser Stelle schauen. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass es bei der Stelle hauptsächlich eine Kopfsache ist, wenn es nicht klappt. Denn in der hohen Lage ist man ja hier schon. Man ist ja schon ab dem Diss in der hohen Lage. Ich glaube, dass es hier eine Kopfsache ist, dass man mit den Griffen durcheinander kommt. Und zwar haben wir hier die Kombination von Diss, wo man sich erstmal überhaupt klar machen muss, wie geht der. Weil es kann ja passieren, dass ihr das Stück spielt und das hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Und hier kommt jetzt plötzlich ein Diss ins Spiel. Also da muss man erstmal denken, okay, Kreuz, das ist ja jetzt nicht das D, der geht ja jetzt anders. Macht euch erstmal klar, ein Kreuz erhöht die Note. Und wie komme ich denn vom D zum nächst höheren Ton? Kleiner Tipp, enharmonisch verwechselt ist das Diss ein S und diesen Griff kennt ihr ja. Also insofern Kopfsache, dass ihr erstmal denken könnt, oh Gott, den kenne ich nicht. Dabei habt ihr nur nicht genug nachgedacht oder habt euch nicht klar gemacht, das ist ja einen halben Ton nach oben und das kenne ich ja vom D, S her. Also das ist dieser. Ich würde jetzt normalerweise das Diss noch ein bisschen tiefer stimmen als das S. Da könnte man in manchen Fällen hier noch einen kleinen halben Finger dazu nehmen. Aber das machen wir jetzt mal nicht zu kompliziert. Also das Diss spielen wir jetzt so. Und ich glaube, dass das die erste Stolperstelle ist, wenn man in die Nähe dieses hohen F kommt. Ja, so. Die zweite Stolperstelle an dieser Stelle könnte sein, dass ihr jetzt gut wissen müsst, und wenn ihr beim Spielen seid, ist es zu spät zum Nachdenken, ihr müsst es früher gemacht haben, dass ihr beim ersten Wechsel vom Diss zum E einen Finger heben müsst, nämlich hier unten, und dann beim E zum F einen Finger hier oben. Und das ist irgendwie so unlogisch oder das, ja, das kommt einem jedenfalls vielleicht unbewusst unlogisch vor und das bringt einen ganz durcheinander. Also Diss, E, E, F. Und ich glaube, das muss man erstmal verinnerlichen und dann auf die bekannten Arten, wie ich sie vorhin schon beschrieben habe, üben. Und dann kann es sein, dass man schon leicht aufgeregt ist, weil nach dem F das Giss kommt. Und das ist natürlich ein wirklich krasser Wechsel. Also den muss man auch einzeln üben. Aber ich glaube, hier liegt es ein bisschen an dem Diss, wenn das nicht klappt. Vielleicht liege ich da ja richtig mit der Vermutung. Und der Wechsel vom E zum hohen Diss, hier Anfang des Taktes, der ist dann natürlich auch nicht ohne. Also wenn ich vorher ein E habe und dann muss ich plötzlich
Drei rauf, noch einen rauf und hinten halb. Das ist schon nicht leicht. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr kommt damit weiter bei euren Stellen mit Wechseln von hohen zu tiefen Tönen und umgekehrt, die plötzlich auftauchen. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt dazu, ob es geholfen hat, ob ihr noch andere Stücke habt, die euch sehr schwer fallen, vielleicht gar nicht mal durch den Wechsel von hoch zu tief und umgekehrt, sondern wegen ganz anderer Dinge. Und ja, da freue ich mich, das kann ich dann auch wieder zu Videos oder Blogartikeln verarbeiten. Alle Info über das, was ich mache, findet ihr im Infokasten hier unter dem Video. Da könnt ihr euch zum Beispiel auch zu meinem kostenlosen Newsletter anmelden. Jetzt bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche viel Erfolg beim Üben und freue mich auf euch nächstes Mal wieder auf Veras Blockflötenkanal. Tschüss!